Doris, Sigrid, Günther und ich haben einen Busausflug nach Mostar gebucht. Nach einer ziemlich langen Busfahrt, die in einem kleinen Dorf unterbrochen wurde, um Souvenirs und Obst zu kaufen, erreichten wir Mostar und hier die wohl in aller Welt bekannte Brücke von Mostar, die über den Fluss Geretva führt. Überall, wo Touristen vorkommen, waren natürlich kleine Märkte vorhanden. Eine Moschee wird besucht. Und es ist streng verboten, mit Schuhen diese Teppiche zu betreten. Es sind mehrere Teppiche, Sie sehen, das sind... Mostar selbst sahen wir eigentlich wenig. Ist wahrscheinlich auch nicht sehr sehenswert. So hatten wir den Eindruck. Mostar heißt Alte Brücke. Sie wurde 1566 erbaut, als sich die Stadt bereits ein Jahrhundert unter türkischer Herrschaft befand. Angeblich soll ein früherer Versuch, eine Brücke über den Fluss zu bauen, gescheitert sein. Der Sultan drohte, den Architekten im Fall eines erneuten Misserfolges hinrichten zu lassen. Der Baumeister Hadjrudin zögerte die Fertigstellung möglichst lange hinaus. Doch als die Stützbalken schließlich entfernt wurden, traute er seinem eigenen Werk so wenig, dass er panikartig die Flucht ergriff. Später fand man ihn, wie er sein eigenes Grab schaufelte. Dabei war sein Pessimismus völlig unbegründet. Die Brücke steht heute noch und gilt als klassisches Beispiel der Brückenbaukunst. Zum Mittagessen gab es in einer Forellenzucht eben diese. Und wer kein Fisch mochte, bekam jugoslawischen Schinken. Ich hab da doch noch ein Stück gegessen. Ich hab da das doch gegessen. Ein Spaziergang nach dem Essen und wir konnten ein türkisches Haus besichtigen. Und zum Abschluss türkischen Kaffee, schwarz und süß.